Das ist kein Teppich, das sind Holzblöcke. Das sind Teppichblöcke. So. So, Leute, machen wir weiter an dieser Stelle. Ich habe eben nochmal ganz, ganz kurz rumgeschaut und rumprobiert und siehe da. Oh, da gibt es wieder schönen Comments dann. Ich glaube, vor zwei Folgen war das gewesen, wo ich hier immer. Nee, wieso wächst das nicht? Wieso wächst das nicht? Man muss die rechte Maustaste drücken. Alles klar, alles klar, alles klar. Cool. Jetzt habe ich es rausgefunden. Und darüber sind wir jetzt. Da müsste es jetzt klappen. Ich probiere es gleich mal aus. Hier haben wir die Saat noch dabei zufällig. Die haben wir leider nicht. Schade. Moment, Moment, Moment. So. Dann gucken wir mal, ob es jetzt funktioniert hier. Aber jetzt wird es wahrscheinlich klappen. Hier. Und jetzt geht's auch nebeneinander. Oder auch nicht. Moment. So. So geht das jetzt wieder weg hier. Das kann doch nicht wahr sein. Probier's nochmal. Man braucht hier doch Wasser, wie es aussieht, hä? Scheiße, jetzt habe ich das Ding wieder weggenommen. Ah, das war zu spät gewesen. Ach scheiße, wir gucken einfach mal, ob das eine Ding wächst. Wenn es wächst, dann großartig. Ja, okay, rechte Maustaste. Ja, hätte ich auch selber mal drauf kommen können, aber egal, kann mal passieren. So, gut, wir machen jetzt hier weiter. Ich wollte jetzt ja sehr gerne erstmal hier den Boden jetzt hier endlich mal ordentlich machen. Oh, jetzt sind wir so scheiße voll hier, das gibt's nicht. Also, mal fix aufräumen. Oh, Sand haben wir jetzt wirklich richtig viel, das ist super. Können wir natürlich auch gleich mal probieren, das Reinforce herzustellen. Das teste ich dann gleich mal. So, Wasser. Ja, ich trinke mal was von dem, was wir... Ach nee, scheiß drauf, ich wollte das jetzt hier einfach weg. Also, das mit dem Wasser werde ich dann gucken, dass wir immer schön große Stacks haben. Wozu haben wir denn so viel Sand und so? Da können wir dann richtig viel Flaschen herstellen. So, weg mit euch. Leiter haben wir hier hin. So, Moment, ich gehe mal hoch, hau mal die Radkappen und so noch hin. Unsere eine Truhe da, wo es hingehört halt. Damit es hier nicht auch so total außer Kontrolle gerät. So. Wir hatten noch mehr gehabt, dachte ich, oder? Hier haben wir noch was. So, aber das war's jetzt, glaube ich. Hier zumindest erstmal nichts mehr. So, Muni. Nee, rechts gehabt. Nee, hier links haben wir es gehabt. Schön, aber erstmal gut zu wissen, dass das jetzt, wie das ungefähr jetzt funktioniert. Dann muss man dann noch schauen, ob das mit Wasser oder ohne Wasser geht. Da sind die Meinungen ja ganz schön auseinandergegangen bei euch. Manche haben gesagt, es muss Wasser in der Nähe sein. Manche meinen, es muss kein Wasser in der Nähe sein. So. Ja, komm, dann machen wir erstmal das Chili alle. Ansonsten. Ja, hier Muni haben wir auch noch hier schnell rein. Jetzt können wir mal stacken, den Spaß. So, und ich hau das mal noch hier hin. Ja, die Wattpistole. Ey, wir haben jetzt mittlerweile so viele Pistolen, also. Ich glaube, ich werde jetzt irgendwann einfach nicht mehr aufheben. So. Papier hier hin. Also weg. Weg. So. Gut, das müsste erstmal passen. Cool, wir haben ja jetzt auch Stühle. Aber wir machen jetzt, wir tun jetzt erstmal die Kühlschränke hier ordentlich aufstellen. Ich hätte die aber schon gerne alle nebeneinander eigentlich. Nehmen wir die mal wieder mit hier. So. So. Moment. Hier haben wir sie. So, dann weg mit dir. Okay, erstmal nachladen schnell. Aber wir müssen dann wirklich dann nochmal ganz schnell da nach oben gucken, wie es aussieht, weil das klingt so, als ob da jetzt richtig viele sind. So. So, geil, da haben wir erstmal jetzt mal ein bisschen Lagerraum und so. Und ich denke, da können wir dann wirklich bald mal anfangen, das hier alles ordentlich zu machen. Aber dann will ich erstmal den scheiß Boden endlich loslegen. Ich gucke aber mal ganz schnell nach oben, Leute. Haben wir Schrotflinte, haben wir dabei, ne? Jo, die ist zwar bald kaputt, aber wir haben da noch ein paar. So, gehen wir mal nach oben. Lad nochmal nach, bitte. Wir müssen ja mal was essen und trinken, sehe ich gerade. Ja, das machen wir gleich. Das machen wir dann ganz in Ruhe. Alter, das sind auf jeden Fall schon wieder sehr beunruhigend hier. Alter, okay. Also die Wegfindung, die hat sich wieder verbessert. Der Patch hat dahingehend wirklich was gebracht, Leute. Weil wir hatten ja so viele Nächte unsere Ruhe gehabt. Und jetzt gucken wir, wie viele das jetzt wieder sind. Finde ich aber gut, weil ich fand das dann schon ein bisschen doof irgendwie, dass gar keine Bedrohung mehr da war.
So, aber die kann man jetzt ja schnell platt machen. Und ich würde ja wirklich gucken, dass wir da mal reinforced, machen wir jetzt gleich danach auch, mit dem Boden und das reinforced will ich in der Nacht auf jeden Fall schaffen. Und dass wir vielleicht auch mal eine Mauer nochmal oben bauen oder so, ich weiß es nicht. Und ich will dann irgendwann mal was Oberirdisches bauen, was ein bisschen stabiler ist. Müssen wir mal gucken. Ah ja, genau. So, nachladen. So viele sind ja nicht mehr. Noch ein paar. Na komm. Ja, die machen immer meine Leiter kaputt, die Assis, hä? Ah, da bringt sie jetzt auch nichts, eine Eisenleiter zu bauen. Die wäre ja auch im Arsch. So. Immer noch welche. Na? Aber finde ich gut, dass sie jetzt wieder kommen. Weil da muss ich, wenn die zu mir kommen, dann muss ich nicht zu denen. Das ist auf jeden Fall angenehmer. Dann sollte man das jetzt vielleicht mal probieren mit dem Dorf. Dass man sich ins Dorf reinstellt. Das können wir ja nochmal ausprobieren. Das Lager steht ja noch. Nur ich habe halt Angst vor den Minen. So. Oh, jetzt können wir schon wieder übelst viel, aber das passt doch jetzt erstmal. Ich habe jetzt keinen Bock, die ganze Nacht Zombies zu killen. Cool. Aber die Spikes, die tun auch noch ihren Zweck erfüllen. So, jetzt haben wir erstmal ein bisschen Ruhe hier, alles klar, dann gehen wir erstmal runter. Die Schrodi sagt gleich immer, die können wir eigentlich schon mal weghauen. So gut, dann machen wir jetzt erstmal den Boden fertig, Leute. So. So. Wir müssen jetzt mal schnell noch Eisen, brauchen wir auch, wir müssen mal nach Eisen Ausschau halten. Ich muss mir hier irgendwann mal, also das Ding steht noch, also es könnte wachsen, mal gucken wie lange das dauert und ob es größer wird. Wir müssen ja irgendwann mal einen Schacht bauen noch, also vielleicht uns sogar weiter in die Erde buddeln. Hier oben ist Eisen. Ja, da komme ich nicht hin. Moment. Probieren wir es so hier. Na. So. Was ist denn das jetzt? Hier. Hä, wieso ist denn das jetzt nur Stein? Keine Ahnung, wo das jetzt hingefallen ist. Also sonst haben wir hier oben kein Eis mehr. Ne, ich muss mir irgendwann mal wirklich einen Schacht bauen. Also so ein richtig langes Ding. Da müssen wir aber mit TNT oder mit irgendwelchen Ölkanistern arbeiten oder so, dass das schön schnell geht. So, ich mache jetzt erstmal den Boden hier einfach. Dafür dürfen wir genug mit Benzin haben. So, nachladen schnell. Weiter geht's. Gott sei Dank haben wir das Teil, Alter, sonst würde das wirklich ewig dauern. Aber Eisen wäre mal nice. Also so einen richtig großen, langen Schacht irgendwie. Aber na, meinetwegen können wir uns auch noch ein bisschen in die Erde buddeln. Finde ich eigentlich ganz cool, wenn es noch weiter nach unten geht. Habe ich nichts gegen. Müssen wir mal schauen, wie weit das hier unten geht, das weiß ich ja gar nicht. Ich glaube ja immer, dass wenn man ganz unten dann ist, dass wir dann irgendwann in der Welt von Minecraft wieder rauskommt. Wo immer Friede, Feuer, Eierkuchen ist. Ja, lustiges Feature auf jeden Fall. Also ich meine, die Creeper, die sehen da ein bisschen alt aus, wenn da so Zombies aus der Nacht ankommen, glaube ich. Wobei, weiß ich nicht. Können wir mal in die Comments schreiben. So 10 Creeper gegen 10 Zombies hier, die nachtaktiv sind, wer da gewinnen würde. Aber die Creeper explodieren ja auch so scheiße, also ja, wenn sie sich schlau anstellen, wird vielleicht hier die Creeper gewinnen. Weil die Creeper, die funktionieren ja dann ein bisschen so wie Ölfässer. Wenn sie dann explodieren. So. Haben wir auch noch weg hier. Wir müssen dann auch gleich mal noch Fackeln hier hinsetzen. Ja, okay, also wir haben dann echt, wir müssen dann unbedingt erstmal Eisen dann besorgen. Aber wir sind ja letztendlich an der Quelle, also. Kann ja nicht so schwer sein. Ich sehe halt immer noch Blei. Das nervt mich gerade ein bisschen. So. Gut, Leute. Dann nehmen wir jetzt mal Holz. Oh, haben wir keine Holzblöcke mehr. Ich gucke erstmal nach, bevor ich jetzt hier das... Moment, hier müssen wir auch noch wegmachen. Tja, wollen wir das hier auch noch oder wollen wir das lassen? Ich lasse das jetzt erstmal. Ah, hier haben wir Eisen. Ah, hier ist es.
Ich wollte schon sagen. So gut, okay, sehr gut. Holzblöcke, Holzblöcke. Tja. Hier haben wir Sand. Ich will jetzt ja nicht die Baumstämme gleich verwenden. Ich glaube, wir haben noch Holzblöcke irgendwo. Und das nicht wenig. Moment, ich glaube hier oben dann vielleicht. Den Teppich können wir gleich mal einstecken. Hier auch nicht. Hier auch. Ah, doch hier. Wunderbar, wunderbar. Stühle lassen wir auch dabei. Also an Sitzgelegenheit mangelt es uns wirklich nicht. Gut, dann legen wir mal los hier. Erstmal hier außen lang. So, 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 so. Okay, ich hau hier erstmal noch ein paar Fackeln hin. Also oben ist auch schon wieder was los, aber ich lasse die jetzt erstmal in Ruhe. Naja, sieht momentan noch echt ziemlich kacke aus, der Raum. Prägt euch den mal ein, wie er jetzt aussieht. Mal gucken, wie er dann ein bisschen später aussieht. Ich hau jetzt hier mal eine Fackel hin. Ist ja noch super ungemütlich. Also ist das halt bei einer Baustelle. Ich weiß sogar nicht, ob meinetwegen können wir ja auch so eine Einkerbung lassen, hier diese Ecke. Aber dann würde ich das gerne noch ein bisschen weiter machen. Moment. Machen wir hier auch noch Holz hin. Hier auch. Machen wir das halt. Na, Damage halt rein. Und dann hier den Teppich halt rein. Mal gucken. Ganz ruhig. So, 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 so. Einen Kamin will ich dann auf jeden Fall auch noch hier reinsetzen. Ja doch, das passt eigentlich. So, hier. Ja, das würde ich, glaube ich, noch ein, zwei darüber machen dann. Ja, nee, da mache ich das doch nicht rüber. Ja, ich mache jetzt erstmal zu. Dann hau ich es an den Teppich rein. Mal gucken, wie es dann aussieht. Teppich, Teppich, Teppich. Das ist kein Teppich, das sind Holzblöcke. Das sind Teppichblöcke. So. Das sind Holz-Teppichblöcke. Es gibt doch kein Holz, was so aussieht hier. Was soll denn das sein? So, guck mal. Das ist halt ein bisschen wellig leider. Ich hätte das gerne ein bisschen gerader gemacht, aber es war mein erster Boden, den ich verlegt habe. Ich denke, dafür ist es okay. Aber mir ist er noch ein bisschen zu klein. Ich hätte ihn gerne ein bisschen größer irgendwie. Muss mal gucken, aber ihr seht ungefähr, worauf ich hinaus will. Ich glaube, ich mache den hier auch noch hin. Oder nee, ich würde das hier... Moment, Steine... Ah nee, ich wollte das ja mit Cobblestone machen, ne? Dann können wir ja gleich Cobblestone nehmen hier. So. Das machen wir jetzt hier zu erstmal. So. Sieht halt auch cool aus, ja, wenn das so zwischendurch mal ist, so als Halterung. Das können wir dann auch noch machen. Guck mal, so hier vielleicht. Dass es so in gleichmäßigen Abständen immer ein Stück nach vorne geht. Das würde es auch nochmal ein bisschen gemütlicher machen. Denke ich. So, da komme ich jetzt schwer hin, aber irgendwie wird schon gehen, denke ich. So. Na komm. Ah, das ist eine Fackel. Ich kann die aufheben. Yay! Skill nennt man das. Fackelaufheb-Skill beim Springen. So, dammit. Das ist kein Skill. So, weg hier. Weg hier. Als Cobblestone, das gefällt mir hier. Das gefällt mir auf jeden Fall von der Textur her. Das hat so ein bisschen, wie gesagt, was von den französischen so Backsteinhäusern, nicht Backstein, also die auch so aus diesem Stein halt sind. War früher ab und zu in der Bretagne im Urlaub gewesen und da war es an die Häuser mal so aus. So, guck doch mal, das ist doch hier schon fast gemütlich. Das ist doch fast schon gemütlich. So, die Frage ist, wenn wir hier die Steine wegmachen, weil sonst wird der Raum dann zu klein. Ich mache die hier auch mal noch weg. Weil nee, das können wir an sich auch mit Holz auskleiden. Dann mache ich hier noch Cobblestone hin.
Weil ich würde dann hier gerne so eine Art Sofa-Ecke dann einrichten, irgendwie. Und das dann mit den Zeug hier ausschneiden. Wir brauchen aber unbedingt Benzin. Benzin, Benzin, Benzin. Ah, da sieht das schon mal gar nicht so schlecht aus. Moment, ich mach mal hier auch noch. Hier. Und hier.